Wolske gehörte zu den ersten ernstzunehmenden literarischen Autoren, die ich in meinem Leben mehr oder weniger zufällig kennengelernt habe, mit etwa 14 Jahren, als ich Schloss Gripsholm gelesen habe. So, insofern verbindet mich natürlich seit langem viel mit Tucholsky. Da gibt es natürlich ein kleines Problem. Tucholsky wird gern in irgendwelche Klischees hereingepackt. Man sieht in ihm entweder den harmlosen Chansondichter oder man sieht in ihm ausschließlich den politischen Aktivisten, vergisst dabei ganz die Komplexität seines Charakters. Als Person, aber auch als Literat. Und das hat mich dann doch sehr gereizt, dem mal etwas genauer auf die Spur zu gehen. Ja, zunächst mal ist Tucholsky ein wunderbarer Literat mit einer sehr klaren, witzigen, präzisen Sprache und einer ungeheuer feinsinnigen Beobachtungsgabe. Tucholsky war auch jemand, der zum Beispiel in der Lage war, in kleinen Dingen, in der leichten Muse, in der Kunst von Clowns, tiefe und philosophische Wahrheiten zu entdecken und dem Publikum nahe zu bringen. Also nehmen wir das Beispiel, das jeder, fast jeder kennt, also Menschen, Soldaten sind Mörder. Das ist ja im Grunde genommen Bestandteil einer größeren Satire, in der es um ein merkwürdiges Erdengeschehen geht. Es geht nämlich darum, dass sozusagen, es geht um die Satire, in der ein bewachter Kriegsschauplatz geschildert wird, wo die Feldpolizei darauf achtet, dass keine Zivilisten auf den Kriegsschauplatz kommen und umgekehrt keine Soldaten desertieren. Sodass wir sozusagen zwei Welten vor sich haben. In der einen Welt ist das Töten verboten und in der anderen ist es geradezu geboten. Tucholsky hatte immer Frauen und er hatte auch oft mehrere Frauen. Ich glaube, sein Problem war, dass er eine tiefe Sehnsucht nach großer Nähe hatte und große Nähe gleichzeitig nicht ertragen konnte.